Herzlich willkommen bei euch. Ich bin's wieder, euer Scorpion Blue. Was geht, 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 geht? Was geht? Leute, die Information hat mich erreicht. Es gibt drei Getränke von Montana Black Gönnergy. Die Info habe ich auch bekommen. Deswegen dachte ich mir heute mal auch ein Video, weil ich bin ja auch mal gespannt, wie schmeckt eigentlich Gönnergy? Ja, G steht für gönnen, das ist auch mein Motto, weil ich gönne jedem, ob jetzt eine gute Freundin oder guten Freund in Beziehung ist oder jemand hat ein Lotto gewonnen oder jemand hat irgendwie sich ein neues Auto gekauft. G steht für gönnen. Man muss einfach sich das gönnen, dass derjenige aber was Schönes hat. Und man muss jetzt nicht neidisch sein. Ja. Und ich gönne mir hier auch mal einen schönen Gönnergy, einen gelben Tropical Exotic Geschmack. Ui! Einen blauen Blueberry Coconut Geschmack, ui. Und ein Raspberry Cheesecake. Käse oder was? Cheesecake? Cheese, Käse, gell? Cheese, oder? Geschmack, ui. Also, Freunde, ich habe, glaube ich, bezahlt. Ah, schön eiskalt. 2 Euro die Dose, 2,50 die Dose. Und ich gönne mir jetzt einfach mal ein Gönnergy. Und vielen lieben Dank, dass ihr das Video mal kurz zuschaut. Und gerne mal einen Daumen nach oben gibt und die mich nicht kennen, einfach mal folgen. Ich mache ab und zu mal gerne Videos, wie immer, und auf Twitch mal wieder am Start. Aber wie gesagt, zwar nicht so regelmäßig, aber ich bin immer gerne dabei und Video kommt immer raus. So, wir testen jetzt den Tropical Exotic. Gönnergy. Ja. Ja, wir probieren. Ich traue mich schon wieder gar nicht, weil ich kenne es da gar nicht. Ja? Aber ist ja kein Alkohol, Bruder, oder? Alkohol? Nein, ist ja kein Alkohol. Nein. Also. Nein, ist ja kein Alkohol. Ich kriege da Krise, ich trinke aber auch keinen Alkohol. Ja. Nein, ist kein Alkohol. Also, wir probieren jetzt Gönnergy Tropical Exotic. Ui! Ja. Ja, aber doch, warte mal. Geht eigentlich. Ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, was der Tanzi gesagt hat. Der Tanzverbot ist schon alles scheiße, aber. Probier nochmal. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Tropical Exotic. Ich bin auch so ein Exote. Nee, Spaß beiseite, Freunde. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ja. Kann man nicht meckern, Freunde, ehrlich, ohne Scheiß. Ich war doch auf dem Röpser gerade, kommt gerade keiner, oder? Doch jetzt. Wie soll ich es erklären, Freunde? Ich erkläre es mal so. Wenn du das trinkst, du hast es im Mund, du schluckst und dann ist alles weg im Mund. Also der Geschmack, der Nachgeschmack ist nicht da. Bei Cola merkst du irgendwie so, das bleibt so im Gaumen, der Geschmack, ja? Wenn du das trinkst, das ist im Mund, schluckst du, plupp, ist alles weg. So, keine Ahnung, so komisch. Also, aber es schmeckt. Aber irgendwie, Nachgeschmack ist ja weg. So, trinkst du das? Und schon weg. Wieso? Kannst du nicht erklären, Freunde. Vielleicht könnt ihr da mal in die Kommentare schreiben, vielleicht kennt ihr das, wie ich es meine. Aber ist okay. Ich habe gerade meine PCs online. Es gab jetzt von Call of Duty das neue Update. Mein Streamer-PC. Oh, habe ich gerade aufgestoßen, das hat gerade nicht so gut schmeckt. Ja, ich muss erstmal damit warm werden. Ich kenne die ganzen Dosen nicht. Aber ich würde sagen, das schmeckt mir. Also bin es jetzt der Vergleich. Ich habe keinen Vergleich, ich habe nur einen aufgemacht. Vergleich wie Red Bull, ja. Oh.
Das kann man sich schon mal gönnen, einmal in der Woche. Ich würde es vielleicht schon auch regelmäßig kaufen. Dann tue ich auch Montana Black unterstützen. Ne? Also es schmeckt. Und jetzt machen wir Blueberry. Ich wollte gerade sagen, jetzt ziehe ich jetzt wieder Call of Duty gerade. Da nochmal 25 GB auf dem anderen Rechner. Oh. Okay. Blueberry kacken. Coconut. Also Blueberry, Coconut, Coconut, Kokosnuss. So Blueberry, riechst du die Blueberry? Ja, auch fruchtig. Probier, ich habe ein bisschen Angst, weil ich kenne das alles nicht. Oh, Das ist ein komischer Geschmack. Kann es gar nicht zuordnen. Blueberry, Coconut Geschmack. Also ich mag ja, also ich sage mal Coconut Kiss, ja, ist ja so ein Cocktail, ja. Und das mag ich eigentlich, aber Coconut, Kokosnuss, den merke ich nicht so, die Kokosnuss. Ich sag mal so, es schmeckt so halbwegs, ja, aber ich würde es mir nicht mal kaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Laden bin, ja, oder in einer Bar bin und ich hole mir jetzt so ein Getränk, ja, da würde ich es jetzt so trinken und es wäre alles gut, aber ich würde es nie mehr wieder bestellen. Sagen wir es mal so, aber dann ist der hier, wie heißt der jetzt hier, Tropical Exotic. Ja, schon ein bisschen besser. Aber der Blueberry habe ich gar keinen, den kippe ich gleich weg im Bad. Küche. Nee, weiß nicht so. Nee, also der ist nicht so gut. Nee. Da steht ja so, dann so, ui. Nee. Okay, also der ist jetzt nix und der ist was. Und jetzt gucken wir mal den roten, den Raspberry Cheesecake. Cheesecake ist doch Käse, gell? Cheesecake-Geschmack. Den roten, auch alkoholfrei, halber Liter, 2,50 Euro Dose. Riecht fast nach gar nichts hier, Freunde. Da riecht man das da. Da riecht man es auch stark. Und der rote, da riechst du gar nicht viel. Da riechst du nicht viel. Das ist die Antwort. Ja, also da bin ich jetzt auch wieder irgendwie total. Das riecht so nach so einem Eis oder so Sommereis, wie so Bum-Bum-Eis. So riecht es wie so Bum-Bum-Eis. Ah, ich hab gar keinen Bock, das zu probieren, ey. Ich kotze ja gleich. Also irgendwie habe ich so die richtige Reihenfolge gefunden. Die beste, die halbwegs beste, die ich mal einmal trinken würde und die. Und dann, nee, hab ich keinen Bock. Aber ich traue mich gar nicht, das zu trinken, weil so Erdbeerscheiße. Wieso kaufe ich das überhaupt? Nur für euch, um das mal zu testen hier mit euch. Nee, oder? Nee. Echt jetzt? Nee. Oh, nee. Echt jetzt? Aber Raspberry Cheesecake. Nee, die schmeckt gar nicht. Bruder. Nee. Nee. Ich schwöre bei meiner Tochter, bei meinen Eltern, ehrlich. Die schmeckt scheiße. Ey, die schmeckt nicht gut. Also richtig, richtig vom lieben Gott, die Reihenfolge wird richtig gewählt. Gelb, blau, rot. Also die kannst du nicht trinken. Also ich weiß, wer trinkt denn die rote Dose? Also die ist gut, die ist wirklich gut.
Ja. Ist auf jeden Fall halb leer. Die kann man sich wirklich mal gönnen. Die ist schon gut. Nachgeschmack ist schnell weg. Die würde ich einmal nur trinken für euch für die Kamera und die geht gar nicht. Also die ist gut. Die Nummer? Nee, allein ist schon der Geruch. Ich hole mir gleich eine Red Bull-Dose aus dem Schrank. Scheiße. So zum krönenden Abschluss hier nochmal eine fette, geile Red Bull-Dose. Ich glaube, ich bleib bei Red Bull. Jetzt ohne Scheiß, hier nochmal die Dose. Auch nicht so. Also Freunde, ich will das Video nicht hier auf 20 Minuten hier hochziehen. Gönnergy Rot, scheiße. Gönnergy Blau, kann man trinken, einmal trinken als Erfahrung, das reicht. Ja, aber ich würde das so wegkippen. Und die gelbe Dose, ich habe richtig Kopfschmerzen. Ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen jetzt von den Dosen. Und die Gönnergy Gelb, ich bin immer am Trinken. Ich sag mal, vielleicht trinke ich die jetzt aus so ein bisschen, aber nächstes Mal. Ach. Ja. Das kann man wirklich trinken. Also ich würde sagen, die gelbe ist okay. Könnte ich mir einmal eine Woche mal reinziehen. Ja. Aber die hätten eigentlich die Dosen auf 0,33 machen müssen. Ja, diese halben Liter Dosen, das war jetzt nicht unbedingt so der meines Erachtens das Richtige. Also in diesem Sinne, Rot weg, Blau weg, Gelb rein und jetzt, Freunde der Sonne, wie immer bei meinem Stream, einen schönen Red Bull. Also gegen einen Red Bull, da kommt keiner an und der kostet glaube ich nur 1,19 € oder 9,19 € im Angebot bei Rewe. Und jetzt ein Ready, ich bin ready. Ein Red Bull. Also ein Red Bull ist ein Red Bull, Freunde. Da kannst du machen, was du willst. Wie gesagt, Gönnergy, Geschmackssache, mir gefällt der gelbe. Kann man mal trinken, wie ich schon sagte. Und die anderen zwei, blau, es geht so. Und rot ist zum Kotzen. Und ich bleib bei meinem Red Bull. Jeden Tag, fast jeden Tag. Und der gelbe ab und zu. Und jetzt gönne ich mir so meinen schönen eiskalten Red Bull. Ich brauche wieder einen richtigen Geschmack meiner Speiseröhre. Wobei jetzt gerade durch diese drei anderen Drinks macht das ganze Geschmack von dem Red Bull ein bisschen kaputt. Aber Freunde, das soll es gewesen sein in diesem Sinne, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe die drei Dosen getestet. Du wisst Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und es war wieder eine neue Erfahrung für mich. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns wieder im neuen Video, wenn es wieder heißt Scorpion Blues, wieder lalalala live und wieder mal live bei Twitch. Könnt mir ja folgen, Twitch Scorpion Blues 12, Instagram 12, Scorpion Blues 12. Scorpion 12. Ich bin ein bisschen durch, Freunde, ich bin ein bisschen durch. Ich gönne mir mal ein Schluckchen und dann. In diesem Sinne. Ich küsse eure Herzen, eure Nippelchen. Peace over and out, ihr wisst Bescheid. Dankeschön. Gerne kommentieren, liken. Und dann sehen wir uns wieder.